music will never see the light, and the haters that forever see my ghost. What a night, oh man. Oh, you wanna know who I am? Oh, you wanna know me? Well, I'm the man that you knew. Now you know what it do. I'm a 9-to-4 baby, swanky like a brand new Mercedes. And I'm dapper down on my feet, and my ride too clean. Wake up every morning, hand a lemon in my tea. Moral of the story is, you are you, and I am me. Just be. Talk on red, I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my dogs said they're praying on my downfall. Well, they're just choosing the casket, now they souls in the clothes. I'm the man that you knew, now you know what it do. I'm a 94, baby. And I'm dabbing down on my feet, and my ride too clean. Wake up every morning, hand a lemon in my tea. Moral of the story is, you are you, and I am me, just be. Willkommen Leute, was geht ab? Heute wieder bei Ostblock MV. Nick ist heute da, hat seinen Barkas mitgebracht. Hier gibt es jetzt seit neuestem ein Luftfahrwerk drin, ne? Jo. Sag mal ein bisschen was dazu. Oder fangen wir mal anders an. Sag mal, wo kommst du her? Wie alt bist du? Ja, stell dich einfach mal ein bisschen vor. Ich bin Nick, komme aus Berlin, bin 30, ja, und habe mir den Barkas vor ein paar Jahren gekauft. Und wie lange hast du ihn jetzt ungefähr? Weißt fünf du? Jahre. Fünf Jahre, 2015, August gekauft und November auseinandergebaut komplett. 3,5 Jahre gebastelt, gebaut. Erst wollte ich original, anderer Lack, tiefer ein bisschen. Und jetzt das Neueste ist das Luftfahrwerk. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Wo hast du das einbauen lassen? Oder, Der das gebaut hat, ist Daniel Rautenberg von Allcar Tuning aus Brunn. Und den habe ich auf der EMS kennengelernt, habe ihn angesprochen und er war gleich Feuer und Flamme, haben uns gleich gedatet. Und ja, und dann ging es halt, hat gar nicht lange gedauert. Also Februar Bus hingebracht. Jetzt abgeholt. Geil. Also wir haben schon mal ein bisschen geguckt, ja. Also wirklich top Arbeit, also ist echt geil geworden, ne? Sag mal was zu deinem Airride-System. Ja, Airride-System ist von Airlift, Stoßdämpfer, 3P-Steuerung von Airlift und der Akku-Air. Tankkompressor, den habe ich einbauen lassen, sehr leise und auch platzsparend, weil ich die Funktion trotzdem des Busses erhalten wollte. Ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja. Und also wirklich sehr schönes System, total leise der Kompressor in dem Tank, ist wirklich absolut geil. Heute haben wir noch ein Heckfenster eingebaut, ne? Also ein Aufstellfenster hinten, können wir nachher auch noch mal ein bisschen zeigen. Ja, mit den Treffen dieses Jahr ist ja ein bisschen kompliziert, ne? Da ein bisschen, ja. Mal gucken, was kommt. Mal also, gucken, was kommt, ne? Wenn Treffen sind, hinfahren, wenn nicht, woanders hinstellen. Ja, ich hoffe ja, wir treffen uns dieses Jahr noch ein paar Mal. Ja. Und zum Fahrwerk, der Einbau ist ja wirklich sehr umfangreich. Was musste da jetzt alles noch geändert werden? Von Grund auf wurde alles geändert. Es wurden natürlich die Stoßdämpfer rausgeschmissen, Stoßdämpferhalter wurden neu gebaut. Hinten am Radkasten wurde für die Stoßdämpfer komplett neuer Halter so neue gesehen Dome entwickelt, richtig, ne? Dass das halt eingebaut werden kann und dass es halt funktioniert. Mit normalen Stoßdämpfern hätte man das nicht platzmäßig hingekriegt, deswegen alles ein bisschen breiter, dicker jetzt. Die Querlenker vorne sind, glaube ich. Querlenker sind verstärkt auf jeden Fall. Und da vorne auch komplett neue U-Profile reingemacht für die Stoßdämpfer. Die Drehstäbe wurden rausgenommen. Oder besser gesagt genullt, sage ich mal dazu. Ne? Also sind drinnen, aber ohne Funktion. Ach so. Ja, und das war's eigentlich. Also, hört sich nach wenig an, wenn man es sagt. Aber ist doch schon sehr umfangreiche Arbeit. Ne? Also Karosseriearbeiten und so, das zieht sich natürlich alles ein bisschen. Ne? Steckt eine Menge Arbeit und Zeit drin auf jeden Fall. Also, ja. Hattest du den neu lackieren lassen? Oder? Ich habe den neu lackieren lassen komplett. Der hatte vorher diese Eierschalenfarbe. Fand ich, wie gesagt, ich wollte erst original machen. Dann hat es mit dem Lack angefangen. Ja, habe mich dann für die Farbe vom Skoda entschieden. Stahlgrau ist das. Ja. Oder Skoda-Grau. Und ja, und dann ging es halt weiter. Dann hat man halt normale, kürzere Stoßdämpfer geholt, um ihn ein bisschen tiefer zu setzen. Scheibenbremse ist eingebaut. Ja, ich habe gesehen, hinten auch Scheibenbremse drin, ne? Vorne und hinten, genau. Und ja, immer so Stück für Stück. Und
Auf was hast du umgebaut hinten? Hinten? Oder ja, vorne hinten? Die Bremsadapter, also man muss ja für die Bremsscheibe Adapter anfertigen lassen. Die sind von Trimaniac, also die Vorlage, sage ich mal. Das hat mal einer entwickelt. Und da sind Suzuki Scheibenbremsen drin, aber Bremssättel. Bremssättel? Boah, krass. Sind von VW, vom GTI, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also, das war auch ganz schön Akt gewesen, die Scheiße ranzukriegen. Also das ist, weil viele haben, also es haben welche eingebaut, aber keiner konnte mehr so genau sagen, was für Bremssättel drin sind. Deswegen hat es da ein bisschen länger gedauert, aber mit viel bestellen und wieder bestellen, zurückschicken, hat es dann irgendwann gepasst. Und Probiert sich da immer viel aus, ne? Das gehört halt dazu, wenn man was haben will, was nicht von der Stange ist. Ne? Das kennen wir ja alle. Müssen wir alle durch. Und im Endeffekt, irgendwie kriegt man es dann ja doch immer hin. Ne? Und anscheinend funktioniert das sehr gut. Ne? Jo, bremst, fährt. Ja. Ich denke, das ist nicht das Ende. da kommt noch was. Ja, cool, auf jeden Fall. Räder hattest du überlegt, ne? Nochmal irgendwie ein paar Räder will ich auf jeden Fall noch machen, weil die Suzuki-Felgen, die gerade dran sind, die gefallen mir nicht mehr. Also auch wieder fast 2 Jahre weggeguckt. Mal gucken, was da kommt, was man da machen kann. Jo. Und dann den Motor vielleicht nochmal ein bisschen modifizieren. Schneller machen. Noch ein bisschen vorwärts kommt. Ja, Klang ist ja eigentlich total geil. Ne? Ja. Also so ein 2-Takt-3-Zylinder ist ja wirklich, ich kriege immer wieder Gänsehaut. Also für mich ist das wirklich absolut geil. Ja. Wenn man da noch ein bisschen Leistung rausholt mit einem Rezo oder so, ne? Ja, schon echt geil. Klar, kann ich auch erzählen. Also, eigentlich wollte ich einen Bulli haben. Also, eigentlich wollte ich ja einen Bulli kaufen, einen T1, aber Ausbildungsgeld mit 300 Euro. Und bei 40.000, glaube ich, kamen die damals. Und Schrottdinger, irgendwas mit 7.000. Ist für einen Azubi nicht zu bezahlen. Also das war. Ja, und dann bin ich zufällig bei mir im Dorf, Hellersdorf, fündig geworden. Ich habe Markas selber nicht gekannt. Also Simson habe ich selber ein paar. Aber den Bus selber oder die Marke so kannte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich den gesehen und gleich verliebt und irgendwann Führerschein gemacht. Dann war das erste gleich, was ich gesucht habe, ein Markas. Also ich habe auch nur den, ich habe kein anderes Fahrzeug. Reicht vollkommen aus. Ja. Und eine Polizeikontrolle bis jetzt. Aber die war sehr entspannt gewesen. Der eine kannte sich ein bisschen aus, weil er selber einen Wartburg hatte, hat sich auch unter das Auto gelegt, weil er tiefer war. Scheibenbremsen hat er gesehen, aber hat nichts bemängelt. Also das Einzige, was bemängelt wurde, war die Auspuffanlage, weil die zur Seite rauskommt. Und nicht original nach hinten, aber hinten ist er mir durch das Tiefer, wenn man ein bisschen schneller fährt und doch eine Bodenwelle kriegt, rammelt der das Blech unten im Arsch und deswegen habe ich den am Seitenhauptträger rangemacht. Jo. Und der hat nichts gesagt, also hat gesagt, ja, ist okay. Und dann noch. Ja, ob das nun vorm oder hinterm Hinterrad rauskommt, ne, ist ja eigentlich. Ja. Also in Berlin ist auch sehr, sehr entspannt. Also die ist halt, ich sag immer, mit Haar darf man alles. Ne, das ist so das, was man. Ja, ich bin auch der Meinung, also man sollte da ein bisschen entspannter bleiben. Ne? Im Endeffekt erhalten wir historische Fahrzeuge und das sollte schon mal ein bisschen berücksichtigt werden und eigentlich auch respektiert werden. Ne? Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr nochmal auf Treffen. Ne? Ich hoffe dass Corona uns da nicht komplett den Strich durch die Rechnung zieht, dass wir zum Ende des Jahres da auf jeden Fall nochmal irgendwie was starten können. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja. Danke fürs Fenster einbauen. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Stefan haut jetzt noch einen Carbon rein und dann sehen wir uns nächsten Freitag. Duck, I already made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. My dog said they're praying on my downfall. Well, they just choose in the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Liu Kang, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog off the leash, better talk right. Bet I do this, not a
the new kid, been a student. You're a doofus, on the real, leave you clueless. When I shoot shit, style too crisp, and I let it all hang out like a nudist. Oh, you wanna know who I am? Oh, you wanna know me? Well, I'm the man. Thought you knew, now you know what it do. I'm a 94, baby. Swanky like a brand new Mercedes. And I'm dapper down on my feet and my ride too clean. Wake up every morning and a lemon in my tea. Moral of the story is, you are you, and I am me. Just be. I'm a gentleman, now I'm settled in. Even when they said I'm letting me in, I said, guess again, what's the way? I walk into a room and everybody stare. Godfather-like presence, everybody know I'm here. Stepping right into my office, pouring bourbon on the rock.